Heute Mittwoch ist hier im Bundeskanzleramt der insgesamt dritte Ministerrat der neuen Regierung zu Ende gegangen. Nach der ersten konstituierenden Sitzung war das sozusagen das zweite richtige Arbeitstreffen in Ministerratsformat. Begonnen wurde dieser Ministerrat mit dem Eröffnungsstatement von Rudi Anschober und Margarete Schramböck, also damit vom Gesundheits- und Sozialminister sowie der Wirtschaftsministerin, die auch für die digitalen Agenten zuständig ist. Rudi Anschober hat ein kurzes Update gegeben über die aktuelle Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In China ist die Lage weiterhin prekär. Die Neuansteckungsrate, die ist nach wie vor hoch. Jedoch für Österreich kann hier so weit möglich Entwarnung gegeben werden, denn es gibt noch keinen diagnostizierten Fall in Österreich. In Europa sind es insgesamt 43. Demgegenübergestellt hat der Gesundheitsminister die aktuelle Grippekurve, denn 2019 bzw. auch 2020, die Wintersaison, die ist ein absolutes Grippe-Highlight. Die Grippekurve, die ist weiterhin im Ansteigen und flacht sich auch nicht ab. Insgesamt 190.000 Menschen sind im Moment von der Grippe in Österreich betroffen. Ein weiterer wesentlicher Punkt auch im Eröffnungsstatement von Margarete Schramböck war die Lehre mit der Anschlussmöglichkeit zur Matura. Man will hier die Lehre bzw. die Bildung im Allgemeinen weiterhin nicht zu einer Einbahnstraße verkommen lassen. Hier soll es Durchlässigkeiten geben und so soll eben auch sozusagen von einer Lehre aus eine Hochschulbildung möglich gemacht werden. Da gibt es auch einige wirklich sehr erfolgreiche Beispiele, allen voran die E-Commerce-Lehre, bei der es auch möglich war, insgesamt 40% weibliche Bewerberinnen für diesen Lehrzweig zu interessieren. Und das ist ein absoluter Erfolg, gerade wenn es darum geht, junge Mädchen für einen technischen Beruf zu begeistern. Ein weiterer Punkt im anschließenden Pressefoyer war natürlich auch von Leonore Gewessler die aktuelle Bilanz, was die Treibhausgase betrifft. Im Jahr 2018 und 2019 kam es hier zu einer weiteren Steigerung. Das war nicht zuletzt auch ein Auslöser dafür, in ihrem Ressort von der Geschwindigkeitsobergrenze 140 km/h zurückzurudern und daher wird ab 1. März erneut die alte gültige Regelung von 130 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen gelten. Der vielleicht inhaltlich und auch personell wichtigste Punkt des heutigen Ministerrates, das war die Bekanntgabe des neuen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes. Dieser wird Christian Grabenwarter heißen. Christian Grabenwarter ist kein Unbekannter, er ist der interimistische Verfassungsgerichtshofpräsident nach dem Abgang der Präsidentin Brigitte Bierlein, die ja die Kanzleragenten übernommen hat. Das heißt, hier ist der neue Verfassungsgerichtshofspräsident ein absoluter Profi. Er ist auch Universitätsprofessor, er ist 53, er ist Steirer, er ist absolut versiert im Fach, allerdings auch nicht ganz unumstritten, denn in seiner interimistischen Amtszeit wurden einige Regierungsvorhaben der alten blau-türkisen Regierung gekippt. Das war soweit der Ministerrat, der dritte insgesamt aus dem Bundeskanzleramt hier in Wien.